Jo, moin moin liebe YouTube-Süchtigen und moin moin liebe Messer- und Schleiffreunde. Ja, nur eine kleine Info von mir. Und zwar, ihr wisst ja, ich tue mit dem Age Pro Klon schleifen. Und da gibt es jetzt was Neues. Ich benutze ja die Originalsteine vom Age Pro oder von Apex. Die sind noch nagelneue Steine. Und das sind die Steine nach, ja, gefühlten 300 Messern oder sowas. Ich habe nicht mehr mitgezählt. Auf jeden Fall eine ganze Menge. Und die Steine, die sind einfach immer noch super. Ja, klar, die werden ein klein wenig rund mit der Zeit, aber das tut der Wirkung keinen Abbruch. Ich meine, nach den ganzen Messern, die ich damit geschliffen habe, absolut nichts zu beanstanden, nichts zu meckern. Ja, das sind wie gesagt die normalen Steine, die es immer schon gab. Die sind hauptsächlich auf Diamantbasis. Kann man trocken benutzen. Ich benutze sie alle nass oder feucht. Aber jetzt gibt es was anderes. Und zwar auch von Age Pro Wassersteine. Und zwar einmal mit angegebener Körnung von 2300. Das soll eine Körnergröße von 5 μ haben. 5 μ wäre dann ungefähr, ich sag mal so 6, 7.000 vielleicht. Naja, gut, auf jeden Fall ist das angegeben mit 5 μ. Und wir haben hier einmal einen 4.000er Wasserstein. Der ist angegeben mit 3 μ. Nun habe ich die jetzt nun gerade erst bestellt und auch noch nicht großartig ausprobiert. Mein erster Eindruck, die sind schon sehr, sehr dünn. Naja, also ob die auf lange Sicht gut sind, wollen wir mal sehen. Also ich sehe mal so, die sind gewaltig dünn. Und mal gucken, wie der Verschleiß bei den Dingern ist. Ja, mit dabei hat man dann zum Reinigen auch ja so ein kleines Tüchchen hier, so ein Küchenschwamm. So ein Stück, weil der natürlich sehr, sehr fein ist. Und ich muss sagen, so wenn ich jetzt so drüber gehe hier, oder ich gehe hier mal über den umgerechnet 8000er, dann ist dieser ein ganzes Entfeiner. Also ich bin da echt gespannt drauf, wie das funktioniert. Sind nicht ganz billig, die Dinger. Aber wenn sie den gefühlten Sinn und Zweck erfüllen, dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Ja, der 2300er ist ja doch ein wenig gröber ist er. Aber man kann das schlecht fühlen, den Unterschied. Aber auf jeden Fall ist die Oberfläche sehr, sehr fein gegenüber den Diamantstäben oder Diamantschleifstein. Und ja, nur mal kurze Info. Wie gesagt, es gibt zwei neue Steine von Age Pro. Und zwar ein 2300er Wasserstein und ein 4000er Wasserstein. 3 μ und 5 μ. Und da wollen wir doch mal gucken, was das bringt. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Und bis dahin sage ich Tschüss und bye bye. Bis zum nächsten Video. Euer Hans-Dieter. Ciao. Jo, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Wenn nicht, könnt ihr auch gerne ein Dislike da lassen. Über einen Kommentar würde ich mich natürlich freuen. Und wenn ihr Fragen habt über Ausrüstung, über die Gegenstände, die ich vorstelle, dann guckt doch mal unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr diverse Links, wo ihr die Möglichkeit habt, mit mir Kontakt aufzunehmen. Und wenn ihr natürlich kein Video mehr verpassen wollt, weil ihr das so super geil fandet, dann könnt ihr natürlich den Kanal auch kostenlos abonnieren. Und bis dahin, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Video. Das war's, euer Hans-Dieter. Ciao.